Liebe Christen, stellt euch vor, Jesus ist mir im Traum erschienen, kam aus einem Licht herausgetreten, mit weißer Kleidung, mit einem strahlenden Gesicht und sagte: Pierre, du folgst der wahren Religion, dem Islam. Ich war nicht der Sohn Gottes, ich bin nicht Gott selber, niemand darf mich anbeten. Ich bin nicht für die Sünden der Menschen gestorben. In der Bibel gibt es Fehler, die Bibel ist teilweise verfälscht. Rufe die Christen dazu auf, Muslime zu werden. Bleibe auf deinem Weg, dein Weg ist der richtige. Stellt euch das vor, Christen. Was werdet ihr jetzt sagen, liebe Christen? Ihr werdet jetzt sicherlich sagen, das ist eine Lüge. Der Pierre Vogel lügt hier. Stimmt gar nicht. Oder ihr werdet sagen, ja, vielleicht ist ihm im Traum der Satan erschienen und der Satan hat das so aussehen lassen, als wenn er aus seinem Licht rauskommt, weil der Satan ist ein Trickser, ja, und er hat sich so gekleidet mit weißer Kleidung, denn der Satan kommt ja nicht an die Tür und sagt, hallo, ich bin der Satan, komme mir in die Hölle, und hat dem Pierre Vogel das eingeredet. Stimmt? Eins von beiden werdet ihr jetzt erzählen. Natürlich das, was ich gerade gesagt habe, stimmt nicht. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, stellt euch vor. Das heißt, stellt euch vor, das wäre passiert. Stellt euch vor, ich würde das sagen. So. Wenn ihr das antwortet auf meine Geschichte gerade mit Jesus, ja, die nicht stimmt, ist nicht passiert, wir brauchen nicht zu lügen, um unsere Religion zu verbreiten wie ihr, warum dann bitte hört auf, uns zu nerven und auf den Keks zu gehen mit eurem Gelaber. Jesus ist mir im Traum erschienen. Ich bin Ex-Muslim und er hat gesagt, ich liebe dich. Oder ich bin nachts durch den Wald gejoggt mit der Taschenlampe an der Stirn und plötzlich erschien Jesus auf einer Brücke und hat mir gesagt, ich liebe dich, nehme das Christentum an. Oder ich war tot gewesen und als ich tot war, ist mir Jesus erschienen. Ja, bitte, hört auf, uns mit diesem Gelaber zu nerven. Unsere Antwort wird dieselbe sein. Entweder ihr lügt, was ja meistens der Fall ist. Es geht nicht um die Christen selber, sondern die christlichen Missionare, evangelikale Missionare, in Anführungsstrichen, notorische Lügner und Täuscher. Ja? Nicht um den normalen Otto-Normalverbraucher-Christen. Oder euch ist der Satan erschienen und hat gesagt, er sei Jesus, um euch zu täuschen. Eins von beiden. Deswegen nochmal bitte, lasst uns mit diesem dummen Gelaber in Ruhe. Tschüss.